So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und erstmal sorry für gestern, dass da wirklich so viele Videos kamen. Aber bei mir kam irgendwie gefühlt die Information, alles klar, mach schon ein Video zu. Die Information, alles klar, mach schon ein Video zu. Und das Problem ist, ihr wisst ja, ich schneide meine Videos nicht. Bedeutet, ich mache lieber kurze Videos. Aber dafür geht es halt wirklich nur um das eine Thema und nicht alles in ein großes reingepackt und dann einfach in Anführungszeichen abgerattert. Aber wie gesagt, der eine macht so, der andere so und schneiden, ganz ehrlich, ich habe gar keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ich bleib einfach so, jeder Versprecher bleibt drin, alles gut. Und wer das nicht mag, der mag es halt nicht. So, ich würde sagen, wir gehen noch rein in den Shop und ihr seht, Level 131 jetzt, also gestern noch ein Level gemacht. Aber ich habe eigentlich überhaupt nicht mehr gespielt. Ich habe gerade noch einmal die Tagesaufgabe fertig gemacht, damit ich da alle weg habe. Und das war's eigentlich auch. So, dann gehen wir mal rein in den Shop, gucken, was heute drin ist. Einmal Lilio Spindpaket. Ich habe eben geguckt, ist wohl ein YouTuber aus Lateinamerika. Keine Ahnung, ey. So, dazu gibt es den Ohrenskin ist drin in dem Paket. Das Rückenaccessoire, der Kleider, die Lackierung und die Pickaxe. Oh, ist halt Schwitzer Pickaxe, ne? Mehr muss man ja schon fast nicht mehr dazu sagen. So, das ganze Paket kostet mich 1500, aber weil ich die Pickaxe schon habe, die kostet eigentlich 500. Jetzt weiß ich nicht, ob das Paket halt für euch 2000 kostet oder halt vielleicht sogar weniger. Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Dann des Weiteren haben wir drin Unendlichkeit. Immer noch ein schöner Skin. Den Kauf bereue ich wirklich nicht, aber ich spiele nicht. Das ist halt das, was ich meine. Ich kaufe mir, wenn ich mir Skins kaufe, dann benutze ich sie doch nicht. Dann haben wir Schleimstark mit drin. Dann ewiger Nullpunkt. Die Tarnung ist okay. Und dann Echo Skin, natürlich mit den zwei Varianten. Dann natürlich auch das passende Rückenaccessoire. Und dann haben wir davon noch eine Pickaxe. Ich dachte eigentlich schon männliche Variante. So, die ist ganz normal. Ernstlich haben wir davon halt so viele im Spiel. Und dann Echo Jet. Also okay. Und für 800 V-Bucks ist es noch akzeptabel. Und dann die Echo Tarnung. Und dann Hasenwolf ist wieder zurück. Natürlich im passenden Rückenaccessoire und natürlich auch in den drei Stilen. Zack, zack. Einmal der Löwe, einmal Hase, einmal Hase. Hä? Das ist derselbe Skin. So, der ist reaktiv und der ist nur der normale Leo. Also. Dann natürlich nochmal die männliche Variante davon. Da haben wir dann einmal in den Löwen und zweimal das Lama. Auch reaktiv, nicht reaktiv. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Neotier-Tarnung. Die ist eigentlich nice, aber die erinnert mich an irgendwas, erinnert die mich. Weiß nicht an was. So, dann haben wir heute drin als tägliches, täglichen Skin haben wir Holo-Schädel drin, mit, also das Rückenaccessoire, der Skin heißt Primor. Gibt es in zwei Varianten, einmal mit Kopfbedeckung, einmal ohne, ist auch wirklich ein schöner Skin. Definitiv. So, was haben wir noch? Bachi, da gefällt mir die Variante gar nicht, weder in der einen noch in der anderen. Hier geht es ein bisschen, aber generell überhaupt nicht mein Skin. So, was haben wir noch? Die Wächterin gegen. Neue Musik drin. Dann haben wir Saxophonisch. Voll 80er. Und Röstlichkeit. So, dann natürlich die ganzen Standardpakete, die jetzt gefühlt schon wieder 100 Jahre. Selbst das hier, langsam kann es wieder raus. Aber ihr habt ja gesehen, Marshmallow soll kommen. Ja, mit Travis Scott, warten wir mal ab. Dann in Rette die Welt gibt es heute 35 V-Bucks zu holen und zwar auf Stufe 70. Also 35 V-Bucks auf Stufe 70. Und dann würde ich sagen, war es das schon wieder mit dem Shop-Video. Danke erstmal, dass alle immer da sind. Und in dem Sinne euch einen schönen, was haben wir heute? Mittwoch. Also wie gesagt, euch einen schönen Mittwoch und haut rein.